Mir obliegt es jetzt, Ihnen so ein bisschen das Programm vorzustellen und Ihnen auch die Idee zu vermitteln, was wir unter Inverted Classroom und vor allen Dingen Beyond verstehen. Deswegen habe ich hier eine kleine Präsentation vorbereitet, mit der ich insbesondere dieses Wort Beyond, was heißt das eigentlich? Reden wir hier heute nur über den Inverted Classroom und was heißt es überhaupt, darüber hinauszugehen? Sie sehen hier hinter mir ein paar Logos. Das sind Institutionen, die sich zurzeit mit dem ein Fachforum ins Leben gerufen haben, das Fachforum Hochschulforum Digitalisierung. Und dieser Begriff Digitalisierung, der steht mittlerweile im Zentrum. Wir reden eigentlich gar nicht mehr von E-Learning, Blended Learning, E-Teaching. Wir reden von Digitalisierung der Lehre. Wir haben einen Vertreter auch des Zentrums für Hochschulentwicklung hier, Herrn Friedrich, ich sehe ihn gerade nicht. Da hinten sitzt er und wir beschäftigen uns in 6 Arbeitsgruppen eben genau mit diesem Thema. Die entscheidende Frage ist, was heißt eigentlich Digitalisierung? Und um Ihnen das mal ein bisschen weiter zu fassen, denke ich, sollten wir mal in die klassische Lehre gucken. Die klassische Lehre sieht ja so aus, wenn Sie eine traditionelle Lerneinheit sich betrachten, dann ist das Wissen, was dort drin vermittelt wird, in der Regel aus Büchern. Das stammt aus Büchern. Wir Lehrenden abstrahieren das und basteln uns daraus eine Lerneinheit zusammen. Dann wird der Inhalt klassisch vermittelt in einem Hörsaal wie diesen und zusätzlich bekommen die Lernenden Aufgaben, mit denen sie das Wissen vertiefen können. Das ist so der klassische Hörsaal, der sieht so aus. Und den kennen Sie ja zu Genüge. Ich gehe mal ein bisschen aus dem Weg hier, dann ist das hier vorne auch besser zu sehen. Damit allein klappt es ja nicht. Wir brauchen noch zusätzliche Materialien, flankierende Elemente, die heute als PDFs bereitgestellt werden, als Buchmaterialien, als Datenmaterialien. Das ist so die klassische Lerneinheit und wenn man das überträgt auf den Ablauf, dann sieht das Ganze so aus. Wir haben unten die Zeitschiene. Im Hörsaal wird klassisch vermittelt und im Anschluss bekommt man Aufgaben bereitgestellt, die man zu lösen hat. Allein, zumindest außerhalb des Hörsaals, also das Blaue ist jetzt dargestellt als die Situation außerhalb des gesamten Hörsaals. Nun wollen wir die Lehre mal digitalisieren. So, da beginnen wir erstmal mit den Inhalten, dargestellt in der Mitte durch das Computersymbol. Wir übertragen die Inhalte, die vormals in Büchern standen, die in anderer Form verfügbar sind, in digitale Szenarien. Wie wir das machen, haben wir gestern schon gesehen. Man kann Videos einsetzen, multimediale Lernelemente und so weiter. Zusätzlich stellen wir auch Verfahren bereit zur Inhaltsvermittlung und zur Inhaltserschließung. Und die sind auch digital. Wenn man das jetzt überträgt auf den Hörsaal, dann sieht das so aus. Wir haben jetzt digitale Elemente und den Hörsaal. Und zusätzlich die Elemente zum Vertiefen und Üben, die sind noch klassisch. Und wenn man das betrachtet, dann fängt man sich ein Problem ein. Ist es denn wirklich sinnvoll, wenn man digitale Materialien hat, diese im Hörsaal so zu präsentieren wie ehedem? Also es entsteht diese Frage, was machen wir eigentlich im Hörsaal? Die Elemente sind ja jetzt digital verfügbar. Und diese Frage haben wir bereits ja vor 3 Jahren gestellt. Das Szenario, was man jetzt einzusetzen pflegt, ist das Inverted Classroom-Szenario. Digitalisierte Inhalte vorher und dann im Hörsaal die Materialien zum Üben und zu vertiefen. Das Ganze hat natürlich, wirft eine Frage auf. Und die Frage ist relativ, zunächst noch muss ich Ihnen sagen, der Hörsaal als solcher, der funktioniert ja eigentlich nicht mehr so, wie Sie jetzt hier sitzen. Sie sitzen schön in Reihen. Wir brauchen da irgendetwas anderes. Wir müssen den Hörsaal, und hier sehen Sie schon ein Bild, ein Hörsaal, der irgendwie anders gestaltet ist auch. Diese Reihen funktionieren nicht mehr, weil wir ja nicht mehr frontal Inhalte präsentieren. Die sind ja schon vorher gelaufen. Sondern wir müssen das Material zum Vertiefen und zum Üben in irgendeiner Form etwas anders im Hörsaal präsentieren oder vermitteln. Die entscheidende Frage ist, brauchen wir den Hörsaal überhaupt? Könnte man sagen, dann schaffen wir ihn gleich ab. Wir haben eine Studie gemacht über 3 Semester hinweg, die zeige ich jetzt zum ersten Mal auszugsweise. Da haben wir mal die Präsenzteilnahme von Studierenden überprüft in einer Veranstaltung History of English mit 147 Teilnehmern. Links außen sehen Sie die, die immer da waren, rechts außen sehen Sie die, die so gut wie nie da waren. Das ist also die Verteilung der Anwesenheit. Jetzt schauen wir uns mal die Zensuren an, die diese Studierenden in den Abschlusstests erreicht haben.
Da sehen Sie eine heruntergehende Linie, Durchschnittsnote 10,3, hier drüben Durchschnittsnote 4,2 rechts. Und wenn wir uns dann noch betrachten, wie viele durchgefallen sind, dann sehen Sie die hauptsächlich auf der rechten Seite. Mit anderen Worten, diejenigen, die in der Präsenzphase waren, haben gewonnen. Die haben sehr profitiert von dem Modell und die, die nicht da waren, die haben gelitten. Und die leiden heute noch. Sie wurden leider falsch beraten von unserer studentischen Fachschaft. Da wurde nämlich gesagt, wenn die Lehrmaterialien digital sind, dann braucht ihr gar nicht hinzugehen. Die Konsequenz haben Sie jetzt sehr drastisch erlebt. Die Frage ist also, brauchen wir den Hörsaal? Natürlich brauchen wir ihn, nur nicht diesen. Den brauchen wir nicht mehr. Und so habe ich auch neulich der hessischen Landesregierung gesagt, wenn ihr über Neubauten nachdenkt, denkt auch vielleicht mal daran, ein oder zwei Hörsäle anders zu strukturieren, sodass wir mit den Studierenden kommunizieren können und die Studierenden das untereinander ebenfalls tun können. Die Frage ist, brauchen wir den Hörsaal nach wie vor? Geht es vielleicht auch ohne Hörsaal? Und damit kommen wir zur erweiterten Fassung der Digitalisierung. Geht so etwas? Wir haben die Inhalte, die sind digitalisiert, die stellen wir bereit. Ist das die Online-Lehre, wie wir sie haben wollen? Sie ist es natürlich nicht. So funktioniert das nicht. Also brauchen wir die Materialien, wir brauchen irgendeinen Zusatz. Ein Forum, Quizze. Das haben die Entwickler der Massive Open Online Courses auch gedacht. Vor 2 Jahren, als Sebastian Thun in den USA diese Bewegung angefeuert hat, haben die genau so ihre MOOCs strukturiert. 2013 im Dezember musste Thun zugeben, sie haben dann noch hier Betreuer eingesetzt hier oben, musste zugeben, ganz oben steht es, we have a lousy product. Denn die MOOCs haben katastrophale Abschlusszahlen, katastrophale Mitmachzahlen und es waren genau diese Konzepte, die nicht funktioniert haben. Die Frage ist, warum hat das nicht funktioniert? Zum einen ist der Betreuungsaufwand durch diese Person hier extrem hoch und zum anderen waren die Materialien einfach zu einfach. Einfach ein Forum hinzustellen und ein paar Multiple-Choice-Tests hinten dran zu klemmen, das hat nicht funktioniert. Also muss man es anders machen. Man muss, wenn wir zurückkommen auf die digitalisierte Lerneinheit, dann müssen wir daran denken, dass wir auch diese Elemente hier unten ebenfalls digitalisieren. Das heißt, die zusätzlichen Übungsmaterialien, die Texte, die bereitstehen und wir müssen sogar, das sehen Sie hier auf der rechten Seite ganz unten, wir müssen sogar überlegen, ob wir nicht die Inhalte in E-Book-Formaten bereitstellen. Wir haben mittlerweile erkennen können, dass unsere 18-jährigen jungen Studierenden überhaupt nicht mehr in Printform lesen wollen, sondern sie wollen auf ihren Tablets lesen und sie wollen markieren können, aber nicht mehr in der klassischen Printform. Das ist also jetzt die Lerneinheit und wenn wir die jetzt wieder verbinden mit unserer Online-Lehre, dann sehen Sie, so kann es funktionieren. Natürlich brauchen wir nach wie vor diese Foren, aber wir brauchen E-Assessment, komplexe E-Assessment-Strukturen, die weit über Multiple-Choice hinausgehen, der eine Punkt. Und wir brauchen auch das Material zum Üben und zum Vertiefen, ebenfalls digitalisiert. Und dann können wir 3 Varianten von Online-Lehre anbieten. Die Online-Lehre on Campus, so wie wir das hier in der Anglistik machen, für Studierende, die zum Beispiel krank sind, die sich in Schwangerschaft befinden, die sich im Ausland befinden, die können unsere Kurse online studieren, ohne überhaupt zu erscheinen. Dann können wir natürlich das immer erweitern, immer weiterfahren und zum Schluss schließlich auch MOOCs nach dem genau dem gleichen Szenario anbieten. Aber Voraussetzung ist, dass Sie nicht nur ein paar Inhalte digitalisieren, sondern dass Sie das gesamte Spektrum, das zu einer Lerneinheit gehört, digitalisieren. Das ist sozusagen dann das noch nicht ganz am fortgeschrittensten Modell, aber ein sehr fortschrittliches. Wir können noch einen draufsetzen. Wir können die ganze Geschichte noch adaptiv machen. Wir können nämlich jetzt die Bereitstellung der hier in leicht violett dargestellten Materialien zum Vertiefen und Üben dadurch beeinflussen, dass wir Parameter wie Nutzerverhalten, Lernerfolg, Verhalten im Bearbeiten von Lerneinheiten mit einbringen und dann die Übungsmaterialien abhängig machen von dem, was in der digitalen Phase geschieht.
Das ist zurzeit unser Projekt im Virtual Linguistics Campus. Sie sehen, ich habe es vorher gezeigt. Das sind unsere Kurse, so wie wir sie anbieten. MOOCs mit Abschlussraten von 20% und weiteren 20% Teilnahme. Aktivitäten liegen im Schnitt bei 70%. Das schlägt alles, was weltweit im Angebot ist in Sachen MOOCs. Und das liegt daran, dass komplett digitalisiert wurde und nicht auf halber Strecke Halt gemacht wurde. Das wären so die Varianten der Digitalisierung. Vom Inverted Classroom als Teil der Digitalisierung bis hin zu großen Online-Kursen durch eine komplette Digitalisierung. Ja, und der Hörsaal, hier wieder unser Modell. Der Hörsaal der heutigen Zeit, so wie ich ihn verstehe, ist eine Mischung aus klassischen Materialien und digitalen Materialien. Und der Inverted Classroom, naja, der ist auch nicht immer voll invertiert, der ist manchmal sogar nur teilinvertiert. Das heißt, Sie können diese Materialien hier wieder reinziehen, wenn Sie wollen, und können sagen, gewisse Elemente packe ich dann wieder in den Hörsaal zurück, andere lasse ich draußen, also Sie sind da doch im Wesentlichen recht flexibel. Soweit zu den Szenarien und jetzt noch die Fragen, die ich Ihnen heute mit auf den Weg geben möchte. Oben rechts sehen Sie schon den noch grauen Tagungsband 4, der wird dann wieder wie üblich rauskommen. Wir haben ja schon einige Abstracts bekommen. Der wohl wichtigste Punkt für uns alle, und das haben wir gestern gesehen, das haben wir heute im Vorfeld schon besprochen, ist, dass die Hochschulen uns den Weg erleichtern in die Digitalisierung, indem sie eine neue Wertschätzung für die Lehre aufbauen. Ich habe an anderer Stelle gesagt, so gut wie keine deutsche Hochschule, und jetzt gucken mich ganz viele an und denken nach, so gut wie keine deutsche Hochschule hat auf ihrer Homepage einen Link zum Thema Lehre. Da fehlt irgendwas. Wir haben Forschung, Studium, Internationales, und das Studium haben wir Regularien, aber mehr nicht. Die Lehre wird einfach nicht gefördert und nicht gewertschätzt. Fokus Präsenzlehre. Ich denke, es ist wichtig für die Hochschulen, ausgenommen Fernuni Hagen, wo wir heute Vertreter haben, den Fokus auf die Präsenzlehre zu legen, um die zu stärken und die Digitalisierung für die Zukunft zu unterfüttern. Lehr- und Lerntechnologien haben wir gestern schon gehört, werden wir heute nochmal neu aufgreifen. Hier liegt es an uns zu schauen, was ist machbar, was ist wünschenswert und was ist leider der graue Alltag. Die Lastenverteilung, die Idee ist es, wir hatten es neulich schon diskutiert, können nicht digitale Materialien, die an einer Stelle einmal erzeugt wurden, nicht von anderen auch verwendet werden? Welche Szenarien können wir uns ausdenken, damit das vielleicht besser machbar ist? Das bezieht sich auch auf Punkt 5, Nutzungskonzepte. Ja, und dann gibt es so viele Stolperfallen. Für uns zum Beispiel ist die Stolperfalle, Sie sehen mich hier als Vertreter eines Fachbereichs stehen, von dem nicht ein einziger außer meines Teams hier überhaupt ist heute. Da gibt es Widerstände zu überwinden. Diese Stolperfallen, die möchte ich gern wissen, aus Ihrer Sicht, heute am Nachmittag vielleicht, um dann die Konsequenzen für die Politik und die Hochschulen letztlich zu erzeugen, um die Digitalisierung weiter voranzubringen. Und damit das uns gelingt, haben wir eine Reihe von Leuten eingeladen, von denen wir überzeugt sind, dass sie uns auf diesem Weg helfen können. Wir haben Plenarvorträge, mit denen wir gleich beginnen. Die gehen dann bis Mittag, dann machen wir eine Mittagspause und werden während der Mittagspause Gespräche führen, eine Ausstellung auch besuchen können, wo verschiedene Dinge gezeigt werden. Auch Eye-Tracking können Sie dort nochmal erproben. Und wir haben Workshops. Ich hoffe, ich habe alle Bilder hier drauf von allen Workshop-Leitern, bei denen wir in diese Thematiken gehen, zum Beispiel Thematik Video. Wie sieht eigentlich die Videoproblematik an einer Fernuniversität aus? Und Sie werden herausfinden, da werden viele Dinge auch revidiert werden, die wir in den vergangenen Jahren gesagt haben, Herr Vogt. Ich denke, ich habe es richtig gesagt. Und so werden wir, glaube ich, in diesen Workshops ein interessantes Programm haben, zu dem ich Sie alle einlade und Ihnen viel Spaß wünsche bei der Inverted Classroom Conference. Bis zur Mittagspause jetzt 3 Plenarvorträge, und damit darf ich Sie auch nochmal willkommen heißen. Herzlichen Dank.